Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Kurden müssen bei ihrem Kampf um die syrische Grenzstadt Kobane Rückschläge hinnehmen. Nach tagelangen Gefechten hat die Terrormiliz Islamischer Staat dort offenbar an Boden gewonnen. An mindestens zwei strategisch wichtigen Punkten am Stadtrand sind jetzt Fahnen der Islamisten zu sehen. Der Ort liegt im syrischen Kurdengebiet unweit der Grenze zur Türkei. Zehntausende Menschen sind geflüchtet, seit die IS-Terroristen ihren Vormarsch auf Kobane begonnen haben. Bei der Eroberung der umliegenden Dörfer sollen sie viele Menschen getötet haben. Die Bilder des Tages, aufgenommen aus dem türkischen Grenzgebiet. Flaggen der Terrormiliz Islamischer Staat wehen über Kobani, gehisst weithin sichtbar in einem östlichen Vorort der nordsyrischen Stadt. Symbole, die nichts Gutes verheißen über den Verlauf der nun zweieinhalbwöchigen Abwehrschlacht der kurdischen Verteidiger gegen den IS. Aus der belagerten und beschossenen Stadt hingegen ist immer wieder zu hören, die Extremisten seien bislang nicht in den Stadtkern vorgedrungen, auch gingen die heftigen Kämpfe unvermindert weiter. Allerdings sei Kobani von der Wasser- und Stromversorgung abgeschnitten, Folge tagelangen Beschusses durch die schweren Waffen der IS-Milizen. Ein wenig Hoffnung machte den Belagerten heute ein vorab im Internet veröffentlichtes Interview des türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu für den Nachrichtensender CNN. Darin verspricht dieser, die Türkei werde alles nur Mögliche unternehmen, den Menschen in Kobani zu helfen, um dann aber auch gleich einzuschränken. Bodentruppen zu schicken, das sei natürlich eine ganz andere Entscheidung. So dienen denn die türkischen Truppen zunächst ausschließlich dem Schutz des eigenen Landes. In den letzten Tagen sind sie sichtbar an der Grenze in Stellung gegangen. So bleiben die kurdischen Verteidiger von Kobani wohl auch weiterhin auf sich gestellt. Gleichwohl gab sich deren Anführer Esmet al-Scheich heute in einem Telefoninterview kämpferisch. Wir werden Widerstand leisten bis zum Ende, sagte er, und sollte der IS in Kobani einmarschieren, wird die Stadt zum Friedhof für uns, aber auch für sie. Zur aktuellen Lage im türkisch-syrischen Grenzgebiet jetzt Martin Weiß. Kobani darf nicht fallen, das hörte man heute überall in den türkischen Kurdengebieten. Und das an dem Tag, als der IS zwei Flaggen in der symbolträchtigen Stadt hisste. Militärisch sind die Kurden dem IS weit unterlegen. Der IS hat Panzer und schwere Artillerie, das haben die Kurden nicht. Enttäuscht ist man über die Luftangriffe, die noch bislang nicht diesen Erfolg gebracht haben, den man sich erhofft hat, sind doch die IS-Panzer von der türkischen Grenze aus mit bloßem Auge zu sehen. Deshalb werde man sich jetzt auf einen Häuserkampf konzentrieren, sagte uns ein Politiker, und so den IS schlagen. Denn sollte Kobani fallen, würde das einen enormen Bruch im Friedensprozess zwischen Türken und Kurden bedeuten. Denn die Türkei habe sich bislang viel zu passiv verhalten. Zurück zu Susanne Daubner. Mehr zur Lage in Kobani finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem eine Reportage über die Verfolgung jesidischer Frauen durch die IS-Terrormiliz im Nordirak. Nach den Ausrüstungsmängeln bei der Bundeswehr sieht sich Verteidigungsministerin von der Leyen mit weiteren massiven Problemen konfrontiert. Bei den Rüstungsprojekten herrscht einem Gutachten zufolge Missmanagement in großem Stil. Von der Leyen nahm die Studie heute entgegen und kündigte umgehend Konsequenzen an. Hingewiesen wird auf etwa 140 kritische Punkte. Alle Vorhaben hätten sich zeitlich verzögert und fast alle seien teurer geworden. Nun ist es offiziell. Das Gutachten ist übergeben und die Ministerin hat schwarz auf weiß, wo genau die Probleme liegen. Die Art und Weise, wie wir diese hochkomplexen Rüstungsprozesse managen, die Art und Weise, wie dieses Wissen dann auch tatsächlich in diese Prozesse eingebracht wird, da müssen wir deutlich besser werden. Ich stelle mich da auf eine lange, harte Aufgabe ein. Schützenpanzer, Kampfhubschrauber, Transporthubschrauber. Die Probleme sind immer dieselben. Schlechte Verträge, verzögerte Lieferungen, gesprengter Kostenrahmen. Die Mitarbeiter des Ministeriums haben der Rüstungsindustrie wohl zu viel freien Lauf gelassen. Man muss also seinen Personalkörper, wenn man eine neue Kultur haben will, ermuntern, kritisch zu diskutieren, die schlechten Nachrichten nicht schönreden. Dies hat in der Vergangenheit gefehlt. Um dies zu ändern, braucht man aber kein Gutachten.
Das Paradebeispiel für dieses Missmanagement ist der Eurohawk, die Aufklärungsdrohne mit Zulassungsproblemen. Sie soll jetzt durch den Kauf eines neuen US-Trägersystems namens Triton ersetzt werden. Der Opposition ist das zu voreilig. Deutschland darf jetzt vor allem keine neuen Rüstungsabenteuer eingehen. Bei den Rüstungsbretten gibt es ja jetzt schon eine massive Verteuerung. Wir brauchen endlich eine Debatte darüber, was die Bundeswehr überhaupt braucht. Die politische Forderung, nicht nur einzelne Probleme bei Rüstungsprojekten müssten gelöst werden, Ursula von der Leyen müsse vor allem das jahrelange Missmanagement im Ministerium aufarbeiten und ändern. Verteidigungsministerin von der Leyen räumte heute handwerkliche Fehler in ihrem Hause ein. Vor allem die Vertragsgestaltung müsse verbessert werden. Von der Untersuchung betroffen sind nach ihren Angaben alle Teilstreitkräfte der Bundeswehr. Die kriselnden Projekte reichen vom Schützenpanzer Puma bis zum Eurofighter. Seit mehr als 25 Jahren bestehen sie schon, die Probleme bei der Rüstungsbeschaffung in der Bundeswehr. Wie beim Kampfflugzeug Eurofighter. Er ist ein Wunderwerk an Technik. Seine Kosten allerdings entsprechen einem wahren Himmelfahrtskommando. Eine Flugstunde kostet sage und schreibe 80.000 Euro, sagen Experten. Er wurde noch im Kalten Krieg bestellt. Vier Staaten bauen daran. Zu viele Beteiligte, zu lange Wege, zu viele Extras. Alles Gründe, warum er nicht pünktlich geliefert wurde und die Kostenpläne sprengt. Ein weiteres Risikoprojekt, der Transporthubschrauber NH90. Der kann zwar fliegen, als Militärhubschrauber ist er allerdings nur bedingt einsatzbereit. Soldaten können nur mit wenig Ausrüstung einsteigen und im Gebirge kann er nicht einmal landen. Planung, Steuerung und Kontrolle, sie funktionierten nicht im Verteidigungsministerium. Aber auch die Industrie kommt nicht ungeschoren davon. Als Beispiel der Militärtransporter A400M. Er wurde 2002 bestellt und sollte die alte Transall ablösen. 2009 war Liefertermin. Bis heute aber steht kein einziges Exemplar bereit. Bisher macht er nur Testflüge. Die Gutachter legen dem Verteidigungsministerium nahe, bestehende Verträge zu überprüfen und bei den Herstellern Regress zu fordern. Das betrifft zum Beispiel die Firma Airbus. Bei Verträgen mit solchen Unternehmen sollte das Verteidigungsministerium um Ursula von der Leyen in Zukunft besser aufgestellt sein, raten die Gutachter, denn gerade Fluggerät ist teuer. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen den früheren Bundesinnenminister Friedrich eingestellt. Ihm war im Zusammenhang mit der Edati-Affäre der Verrat von Dienstgeheimnissen vorgeworfen worden. Der CSU-Politiker hatte 2013 die SPD darüber informiert, dass der Name des Sozialdemokraten Edati bei Ermittlungen zur Kinderpornografie aufgetaucht war. Friedrich war Anfang des Jahres als Bundesminister zurückgetreten. In Brasilien wird eine Stichwahl darüber entscheiden, wer neues Staatsoberhaupt wird. Amtsinhaberin Rousseff von der Arbeiterpartei holte zwar bei der gestrigen Präsidentenwahl die meisten Stimmen, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Die 66-Jährige wird nun in 3 Wochen gegen den Mitte rechts stehenden Sozialdemokraten Neves antreten, der überraschend auf Platz 2 kam. Brasilien nach der Wahl. Kein Sieger, die Präsidentschaftsfrage weiter offen, dafür nun mit einem politischen Duell, das so kaum einer erwartet hat. Präsidentin Rousseff hat mit fast 42% die meisten Stimmen bekommen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Trotzdem zeigt sie sich gut gelaunt. Sie hat vor allem die Unterstützung der Arbeiterschicht bekommen, trotz der Unzufriedenheit im Land wegen mangelnder Versorgung in einigen Sozialbereichen. Ich werde da aber all die Veränderungen herbeiführen, verspricht sie, die Brasilien braucht, damit sich das Leben von jedem Brasilianer und jeder Brasilianerin weiter verbessert. Als Sozialdemokrat Aécio Neves seine Stimme abgab, hätte er sich kaum vorstellen können, auf über 33% zu kommen. Er gilt als unternehmerfreundlich, will eine Liberalisierung der schwächelnden Wirtschaft und hat vor allem die Unterstützung der Mittel- und Oberschicht bekommen. Ab jetzt ist wieder Wahlkampf. Wir kämpfen für das, an das wir glauben. Unser Erfolg in dieser Wahl kam zustande, weil wir nichts vortäuschen und das beste Projekt für Brasilien bieten. Enttäuschend das Abschneiden für Marina Silva von der Sozialistischen Partei. Lange galt sie als größte Widersacherin Rousseffs, schied nun aber mit nur 21% aus dem Rennen. Nun ist die spannende Frage, wem die Anhänger von Marina Silva ihre Stimme bei der Stichwahl geben werden. Silva hat noch keine Wahlempfehlung abgegeben, aber sie verwies bereits auf den Wunsch von fast 60% der Wähler, einen Wechsel herbeiführen zu wollen.
Es bleibt überaus spannend. Die zweite Amtszeit von Präsidentin Rousseff ist jedenfalls noch nicht gesichert. Der Nobelpreis für Medizin wird in diesem Jahr für bahnbrechende Erkenntnisse in der Hirnforschung vergeben. Ausgezeichnet werden John O'Keefe aus den USA sowie die Norweger Maybrit und Edvard Moser, die vor kurzem erst den renommierten Körperpreis erhalten hatten. Die drei Forscher haben eine Art Navigationssystem im Gehirn entdeckt und damit die Erklärung, warum wir den Weg von A nach B finden. Happy Nobel to you, Glückwunsch zum Nobelpreis, singen die Mitarbeiter an der Universität von Trondheim. Im Kreise ihrer Kollegen feierte Maybrit Moser die Auszeichnung. Das ist so fantastisch, ein Preis für alle, die mit uns arbeiten, uns immer unterstützt haben. Wie erkennen wir Orte wieder? Wie schaffen wir es, uns in unserer Umwelt zu orientieren, Wege wiederzufinden mit einem inneren GPS-System im Gehirn? John O'Keefe, Edward und Maybrit Moser haben es gefunden. Der britisch-amerikanische Neurowissenschaftler O'Keefe entdeckte bei Ratten Nervenzellen, die dann aktiv werden, wenn die Tiere an einen bekannten Ort kommen. Wir waren aber von Anfang an der Meinung, dass es in diesem System noch andere räumliche Signale geben würde. Das Forscherpaar Moser konnte schließlich nachweisen, dass ein ganzes Navigationssystem dahinter steckt. Sechseckige Rasterzellen bilden ein Koordinatensystem. Gelangt das Tier an einen Ort, den es bereits kennt, ruft es die Koordinaten wieder ab. Diese Rasterzellen werden in der Hirnregion aktiv, die als erste von Alzheimer betroffen sind. Unsere Erkenntnisse können also bei der Therapie von Alzheimer helfen und langfristig bei anderen neurologischen Krankheiten. It may in the long run help us treat all kinds of neurological and psychiatric diseases. Dass sie für ihre Entdeckungen den Nobelpreis bekommen würden, damit hätten sie nicht gerechnet. Am 10. Dezember können die Forscher den Preis in Stockholm abholen. In der Verlagsbranche steht ein strategischer Umbau an. Bertelsmann übernimmt Gruner und Jahr komplett. Der Traditionsverlag mit seinen Flaggschiffen Stern, Geo und Brigitte steckt wegen der Abwanderung von Lesern und Anzeigenkunden schon seit geraumer Zeit in der Krise. Nun kauft Europas größter Medienkonzern, der Gründerfamilie Jahr, auch die Sperrminorität ab, wie es heißt, für einen dreistelligen Millionenbetrag. Unter dem Motto »Anders als du denkst« veranstaltet die ARD demnächst eine Themenwoche Toleranz. Das Programm wurde heute in München vorgestellt. In Filmen wie »Das Ende der Geduld« werden etwa Ausgrenzung und Intoleranz unter Jugendlichen angesprochen. »Scheuklappen auf« heißt eine Aktion für Schüler. Auch im Hörfunk und im Internet geht es in verschiedenen Formaten um Vorurteile und Intoleranz gegenüber Andersdenkenden. All das ab 15. November in der ARD. In Frankfurt am Main ist am Abend der Deutsche Buchpreis verliehen worden. Die begehrte Auszeichnung erhielt der Autor Lutz Seiler für seinen Roman Crusoe. Der Autor habe poetisch und sinnlich sowie in einer fast ins Magische gehenden Sprache den Sommer des Jahres 1989 auf der Insel Hiddensee beschrieben, so würdigte die Jury den Roman. Die Ostseeinsel war vor der Wende Sehnsuchtsort für viele Aussteiger. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 7. Oktober. Von Westen breitet sich tiefer Luftdruck aus und bringt uns viele Wolken sowie gebietsweise Regen. Außerdem lebt der Wind deutlich auf, erreicht im Nordwesten in Böen auch Sturmstärke. Heute Nacht ist es zunächst oft klar oder nur locker bewölkt, gebietsweise bildet sich Nebel. Von Westen breitet sich später Regen bis in die Mitte aus. In Südostbayern sowie in Teilen Sachsens kann morgen öfter die Sonne scheinen, während die Regenwolken aus der Westhälfte Richtung Osten ziehen. Dahinter zeigt sich mitunter die Sonne, im Westen gibt's aber noch Schauer, im Nordwesten auch Gewitter. Der südliche Wind wird mäßig bis frisch, im Nordwesten sowie in den Hochlagen gibt's Sturmböen. Im Bayerischen Wald heute Nacht 5, am Niederrhein bis 14 Grad. Morgen im Thüringer Wald 13, am südöstlichen Alpenrand Fönige 23 Grad. Am Mittwoch gibt's meist mehr Wolken als Sonne und etwas Regen, im Westen Schauer, im Nordwesten bleibt es windig. Donnerstag und Freitag im Osten und Süden abseits teilweise zäher Nebelfelder, freundlich und trocken, sonst viele Wolken und gebietsweise Regen. Karen Mioska meldet sich um 22.15 Uhr mit folgenden Tagesthemen: Spurensuche, was lief schief bei der Bundeswehr und die Kohl-Protokolle, der Altkanzler und die CDU. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.